Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu Resident Evil 4 Separate Ways. Wir sind nämlich beim zweiten Kapitel, Freunde. Ist das nicht cool? Wir haben beim letzten Mal richtig abgeräumt. Und jetzt geht der Spaß in die nächste Runde. Ist das nicht cool? Wir spielen zusammen Resident Evil 4 Separate Ways. Leute, wenn das mal nichts ist. Wieder wunderschön aufgelöste Qualität hier bei den Videos. We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? Ach, dieser Spanier. In an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. Genau, das ist er nämlich. Am schwierigsten bin ich, Leute. Ganz ehrlich. Die kennen mich ja alle da gar nicht bei Capcom. Wenn die mich kennen würden, dann würden die sagen, nee, der Kado, der ist der schwierigste von allen. Okay, Luis Serra retten. Na, schau mal, da kann man auch noch lang gehen. Ist das quasi so eine Art optionaler Weg, den man da lang gehen kann? Sehr cool. Genau, ich gehe mal und dann da die Treppe da. Irgendwie. Ah, guten Tag. Hey Mensch, habe ich gar nicht erkannt, Mensch. Ah, genau. Der andere Weg, der da hinten ist, das ist wahrscheinlich... Ja, interessante Bücher. Ich habe ja bei mir auch interessante Bücher, zum Beispiel Goethes Faust und so weiter. Welcome. Aber ich will mal schauen, was der Händler hier macht. Danach können wir über Goethes Faust reden. Sale, what are you so, was verkaufen wir denn? Wir haben, guck mal. Ja. What are you buying? Verstehe. Schatz, wir sind schon im Auftrag 2. Ich hole mir erstmal den großen Aktenkoffer, weil der ist am wichtigsten. Ihr werdet nachher auch sehen, warum der so wichtig ist. Weil ein größerer Aktenkoffer erhöht die Überlebenschancen enorm, sage ich euch. So. Jetzt schauen wir nochmal diesen kleinen optionalen Weg hier unten an. Das ist nämlich hier hinten. Habe ich gar nicht gesehen. Ist noch eine Krähe gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, hier gibt's. Genau, da ist nämlich noch ein Schatz. Das ist derselbe wie bei Leon. Da muss man darauf achten, dass man eine bestimmte Reihenfolge anhält. Erst den hier. Dann abschießen. Und dann nehmen. Man kann es auch falsch rum machen, dass die Uhr dann verschmutzt ist. Ja, lecker. Auf jeden Fall, ich glaube, genau, du musst dich erstmal um Mr. Pooh kümmern. Hier war doch noch was drin, ne? Guck mal. Wir haben noch hier wieder so eine schöne Kiste für uns hingestellt. Mit einem Spinell. Das ist doch auch nett, oder? Ein Spinell. Ich sag nicht nein zu Spinell. Genau, wir wollten noch über Bücher reden. Ich habe gerade hier mit Goethes Faust angefangen. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe ja viel Zeit auf der Arbeit und da kann ich auch manchmal lesen. Ich will mal Bücher lesen, die als Weltliteratur gelten. Und da habe ich mir mal Goethes Faust geholt tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe die Story des ersten Teils, glaube ich, verstanden durchaus. Und hat auch Spaß gemacht. Also es ist sehr schön geschrieben. Das erinnert an... Der Schreibstil erinnert an die Märchen der Gebrüder Grimm. Nur ist es noch ein bisschen niveauvoller geschrieben noch. Und es ist alles noch komplexer. Aber die Grundzüge sind so ähnlich. Is that all? Thank you. Jetzt haben wir die Schatzkarte. Genau. Guck dir das mal an.
Und da gehen wir jetzt hin und da sammeln wir uns die ganze Scheiße hier ein. Genau, so machen wir das. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch sehr gefallen. Und vor allem der Schreibstil von Goethes Faust 1. Aber der zweite Teil, der ist dann irgendwie so seltsam. Dass man gar nicht versteht, worum es da eigentlich geht. Weißt du das? Oh! Hi! Ich glaube, ich wollte gerade kacken gehen. Kann das sein? Habe ich die Dame gerade beim Kacken gestört? Unglaublich. Ja. Naja, auf jeden Fall bei Goethes Faust 2, man weiß gar nicht, was da gerade los ist. Es erinnert mich an manche so griechische alte Geschichten, wo alle Leute recht ähnliche Namen haben. Man weiß gar nicht, was da eigentlich gerade los ist. So wie hier jetzt. Ich guck hier lang. Ah, Freunde. Naja. Und ich habe, glaube ich, nach der Hälfte habe ich aufgehört zu lesen, weil ich dann das auch wiederum langweilig fand. Ich wusste nicht, was da eigentlich los ist. Da ist irgendwie da ein Chor. Dann sind da zwei, drei Leute, die noch was sagen. Cool, ein goldenes Ei. Und ja, irgendwie macht das dann auch keinen Spaß, wenn man gar nicht weiß, was da eigentlich los ist. Und dann habe ich bei der Hälfte aufgehört. Kafkas Die Verwandlung, auch fantastisch. Schaut mal. Ich habe mir auch gedacht, ich mach Action. Ich habe das Buch gelesen, ich mach Action. Ist es nicht so mega lang? Ja, der Inhalt ist eben interessant. Die Geschichte ist gar nicht besonders lang. Geht's eben im Prinzip um jemanden, der anfängt, sich plötzlich zu verändern. Und die Familie weiß erstmal nicht, wie sie reagieren soll, was sie tun soll. Weil es ist ja im Grunde ihres Herzens, ist es immer noch ein Verwandter, nachstehender Verwandter. Aber die Veränderung in ihm oder an ihm ist so extrem, dass die Leute erstmal gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das kann man gut, übernehmen auch heute. Indem man quasi, ich sag mal, an ältere Verwandte denkt. Da gibt es ja auch irgendwann eine Zeit, wo man plötzlich anfängt, sich irgendwann seltsam zu benehmen. Ungewöhnliche neue Eigenschaften und Angewohnheiten zu kriegen. Und das könnte man damit vergleichen. Da weiß man auch erstmal nicht, wie man reagieren soll. Einerseits hat man so viele schöne Erinnerungen an diese Person. Und andererseits sieht man nun die Person plötzlich von einer ganz anderen Art und Weise her. Das ist dann natürlich dramatisch, keine Frage. Und deswegen ist Kafkas Verwandlung eigentlich eine empfehlenswerte, interessante, kurze, krasse Geschichte, die einen durchaus fesseln kann. Durchaus. Und wenn ich zweimal durchaus sage, das will schon was heißen. Ada guckt wieder, dass Vogelexistenzen zerstört werden. Ist hier noch einer? Nee. Sie gerade so. Ach so, der war. Nochmal. Ah, Kinder. So, habe ich aber noch mehr schöne Bücher geholt. Bücher, die als Weltliteratur gelten. Und auf ein Buch freue ich mich ganz besonders. Das ist nämlich von H.G. Wells, Die Zeitmaschine. Ich glaube, das soll wohl einer der ersten großen Zeitreise-Science-Fiction-Romane sein. So sagt man. Ist auch verfilmt worden, Die Zeitmaschine.
Und ja, der Film hat mir auch sehr gefallen. Es ist natürlich total altmodisch aus heutiger Sicht. Aber da habe ich kein Problem mit, wenn man die Nahten der Kostüme erkennen kann und so eine Sachen, finde ich nicht schlimm. Ich lasse mich da gerne von Atmosphäre vereinnahmen. So. Auf jeden Fall die Zeitmaschine, genau, wir haben die Zeitmaschine. Darüber haben wir das letzte Mal geredet. Gute Bücher. Es gibt so viele gute Bücher. Genau, die Black Tail ist, glaube ich, eine ziemlich flinke Pistole. Die hat eine hohe Schussfrequenz. Ist, glaube ich, der. So. Blöde Kuh. Ja, genau. Wir haben über schöne Bücher gesehen. Hätten wir noch hier Dystopie-Romane, habe ich mir geholt. Hab ich teilweise schon gelesen. Weil die gefallen mir, glaube ich. Dystopie-Romane finde ich irgendwie. George Orwells 1984. Ist das ein Begriff, Leute? Ist das ein Begriff? Kennt man, oder? Ist auch verfilmt worden. Und war ganz cool. Verfilmung von 1984 von Orwell war so nah an der Romanvorlage, weil nahestehende Verwandte von George Orwell, mitgewirkt haben. Beziehungsweise sie haben Tipps gegeben über den Film beim Filmdreh. Deswegen ist der Film sehr nah an der Romanvorlage dran. Weil ihr wisst ja, Drehbuchautoren sind manchmal ziemlich fantasievoll, allerdings leider eher im negativen Sinne. ich brauche gar keine Beispiele geben, ihr kennt das. Und ja, deswegen war die Verfilmung von 84 gut. Eine andere Verfilmung, die ich noch nicht gesehen, aber gelesen habe, ist von Huxley. Schöne neue Welt. Schöne neue Welt spielt wohl weiter in der Zukunft, kann man durchaus sagen. Was wäre wenn, quasi. Und das Buch, ich muss sagen, das ganz so sehr hat es mich nicht so überzeugt. Schöne neue Welt. Ich fand 1984 von Orwell weitaus fesselnder und interessanter. So, was ich mir auch noch geholt habe, wo wir bei Orwell sind, die Farm der Tiere, Animal Farm. Gibt's einen alten Zeichentrickfilm, also einen alten Zeichentrickfilm, der, ich glaube, jetzt schon war ein, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay. So. Haben wir genug Heilung? Ich glaube schon. Ja, genau. Homers Odyssee habe ich mir auch geholt. Wir waren ja bei Weltliteratur. Und ich habe mir gedacht, Homers Odyssee. Das ist doch niveauvoll, oder? Werd mal ehrlich. Wenn ihr irgendwo zu, ja, ich weiß nicht, so, ja, so Öko-Studentinnen, sag ich mal, so hingeht. Und ihr sagt, hey, ich habe hier Homers Odyssee gelesen, dann ist es total niveauvoll und ich glaube, das kommt gut an. Würde ich sagen. Durchaus. Garantie würde ich nicht geben. Aber ich würde sagen, durchaus. Genau. Da haben wir den. Da haben wir den. Und den. Würde ich sagen, haben wir doch erstmal alle begrüßt. Nee, der fährt noch. Komm mal.
eine Granate? Ja, komm mal. Würde ich doch sagen. So sieht Spaß aus. Der hatte, glaube ich, eine Brille, ne? Es ist ein spezielles, seltenes Modell. Der Granada mit der Brille. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal irgendwo gesehen. Aber ich habe mich nicht getraut, es euch zu sagen. So können wir das ausdrücken. ja. Und hier, Déjà-vu. Habe ich das jetzt schon mal irgendwo gesehen? Das ist wieder mal jetzt. So. Hier haben wir doch auch noch was Schönes, ne? Ja. Genau. Okay. Was würde Ada jetzt sagen? Ada würde jetzt sagen, sind hier noch irgendwo Vogelnester, die ich zerschießen kann? Keine Vogelfamilien totschießen? Nee, ich habe keine Vogelnester gesehen. Ihr, wenn ihr welche gesehen habt, schreibt es mir in den Kommentaren. So. Überall nachgucken, denn hier gibt es viel zu finden. Wie komme ich da nochmal ran? Kann ich das abschießen? Hier war doch so ein Ding, ne? Nee, ich kann hier irgendwo quasi meinen Hookshot irgendwo nochmal einsetzen. Ging das nochmal? Ging das hier? Nee. Fuck. Wo war das nochmal? Kann mich nicht erinnern. Scheiße. Nee, da war da doch. Genau. Weil hier gibt es nämlich noch was Schönes. Das gucken wir unten. Ich dachte, es gibt irgendeinen Schatz oder so. So. Ah, hier ist wieder das Haus, wo man so viel finden kann. Was hier alles ist, ne? Naja, hier hat bestimmt mal der Chefvorsteher gewohnt. Wisst ihr, jeder Chefvorsteher hat sein eigenes Haus. Oder der Dorfschulze. Der Dorfschulze ist am besten. Kennt ihr den Dorfschulzen persönlich? Wenn ja, schreibt mir in den Kommentaren. Ich wollte schon immer mal wissen, wie diese Dorfschulzen so drauf sind. So, genau, hier ist nämlich noch was. Und, ach guck mal, das ist praktisch der falsche Weg. Aber irgendwie war doch so ein Trick. Ich guck mir da gleich mal an, Freunde. Da gibt es nämlich noch einen Trick, wo man seinen Hookshot benutzen kann. Der goldene Armreif. So schnell geklickt, dass man das gar nicht gesehen hat. So. Es gab nämlich noch einen Trick, wo man nochmal seinen Hookshot einsetzen konnte. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier in der Nähe. Weil diesen Schatz hier, den können wir nicht erreichen, wenn wir dieses Gebiet dort erreichen. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Weil dort dann diese Sequenz kommt, falls ihr fragt. Falls die Frage kommen sollte, ja, aber warum denn nicht? Ja, der Grund dafür ist, weil da gibt es eine Zwischensequenz und dann ist der Level, glaube ich, vorbei. Haben wir doch auch noch was, genau. Kleine Notfallhütte. Die habe ich mir extra gemietet, bevor ich das Let's Play hier gemacht habe, habe ich mir diese kleine Notfallhütte angemietet. Bloß weil ihr euch, wenn ihr euch wundert. So, und war hier nicht irgendwie so ein geheimer Weg? Und wie mit diesem Enterhaken-Ding? Ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, dass da was war. Aber ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch. So, wir müssen dann im Prinzip hier entlang. Doch mal, bevor hier noch ein Schnabeltier oder so reintritt, machen wir die
fallen mal alle weg, ne? Weil wir sind doch gute Menschen. Gute Menschen machen gute Sachen. So. Oh, so ein seltsamer Wegweiser, das stimmt. Aber vielleicht baue ich mir auch mal so einen Wegweiser. Nirgendwo ein Vogelnest zum Totschießen? Okay. Gut. Tja, Ada. Dann ist es jetzt diesmal ein bisschen langweiliger eben für dich. Vielleicht hast du ja auch mal Glück beim nächsten Mal. Gibt es dann wieder Vogelnester. So. Hopp mal, da haben wir eine kleine dumme Sau hier. Ja, Mann. Seht ihr? So geht Ärgern. Ich habe eine ältere Schwester. Ich weiß, wie Ärgern funktioniert. Brauche mir gar nichts erzählen. Ferkel. Meine Fresse, wird dich hier nerven. Ich will eigentlich nur nachgucken, ob hier was ist. Und da sind die beiden da. Ja. Was schlimmer als in Holland hier bei euch. Ah, so. Oh, was ist da denn los? Rapido! Schlecht aufgelöste Sequenz. Das ist los. Und dann soll ich da lang. Okay. Gut. Ich dachte, hier wäre noch so ein Dynamit-Heady. Ach, guck mal, ein Vogelnest. Da freut sich Ada. Da freut sie sich. Ja, da ist bestimmt gerade... Mutter ist gerade noch am Brüten. Und Vater ist unterwegs, um Würmer zu suchen. Und Ada macht, tötet die einfach. Krass, oder? Und einfach nur für so einen scheiß Spinell. Ja, hat die Vogelfamilie mal Pech gehabt, dass der Vater die dumme Idee gekommen ist, ein Spinell mit in das Vogelnest zu legen. Gibt nämlich bei den Vögeln nämlich einen Brauch. Und zwar glauben die, dass es Glück bringt, wenn man einen Edelstein mit in Vogelnest reinbringt. Eigentlich ziemlich blöd. Naja. Ada wird auf jeden Fall die Spinets verkaufen und sich daran gütlich tun. Dann wird sie sich wahrscheinlich eine neue Waffe kaufen. So wie ich Ada kenne, wird sie sich einfach eine neue Waffe kaufen, wenn sie das viele Geld hat. Was würdet ihr machen, wenn ihr so viel Geld hättet? So, aber ich wollte gerade noch ein weiteres Buch erwähnen. Was ich noch nicht gelesen habe, was ja auch sehr spannend sein soll. Interessant ist nämlich, das ist bei uns nicht möglich. Das ist wohl so ein Roman, wo es wohl um einen Populisten geht, der an die Macht kommt. Da würden jetzt manche aufhorchen und sagen, kennt man doch irgendwie. Deswegen, das ist bei uns nicht möglich, ein interessanter Roman. Ich bin auf jeden Fall schon ganz interessiert, was da auf mich zukommt. Ja. So, dann kommen wir zu einer Bücherreihe, eine Serie von Büchern, die ich persönlich empfehlen kann, die Spaß macht. Die Spinne hier wegmachen, also das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier sind auch mehr davon. Keine Fallen irgendwo. Normalerweise ist es immer so, dass die Fallen hinsetzen, diese kleinen Dorfbewohner. Ach Gott.
Ich sehe sie doch schon. Okay, krass, der andere wurde nicht getroffen. Hat er da weiterhin? Nun, auf jeden Fall haben wir, ist die Kacke am Dampfen. Und ich wollte doch gerade noch... Mensch, wir haben schon wieder abgelenkt. Wollte euch doch noch eine andere Bücherreihe erzählen. 1:1. Und zwar Märchenbücher. Märchen sind toll, Leute. Ganz ehrlich, Märchen... Das Schöne an Märchen ist, dass sie einerseits total unkompliziert sind. Also Märchen versteht jeder halt. Ne? Und keine komplizierten Metaphern oder so, dann steht einfach, was da steht. Man kann sich aber trotzdem einen Teil dazu denken, eine Vorstellung haben, weil es letzten Endes ja auch von Menschen ausgedachte Geschichten sind. Aus einer Zeit, wo eben auch Leute unfair behandelt werden. Märchen haben immer ein bisschen was Subversives drin, kann man sagen. Ja, und es gibt durchaus Unterschiede. Und zwar... Die Märchen der Gebrüder Grimm sind natürlich am bekanntesten. Und deswegen werden wahrscheinlich auch viele, so wie ich eben, auch sagen, dass sie die Gebrüder Grimm-Märchen wahrscheinlich am besten finden. Aber... Es gibt natürlich auch viele andere interessante Märchen. Zum Beispiel habe ich belorussische Märchen oder litauische Volksmärchen habe ich auch noch. Und muss sagen, bei diesen Märchen, zum Beispiel bei den belorussischen, ist das so, dass sie tatsächlich ziemlich brutal sind. Bestimmt wie das Spiel hier. Oder wie Ada, besser gesagt. Auf jeden Fall, was mit den Bösen da passiert, also was die für Strafen denn kriegen quasi, oder wie der Hexen beschrieben werden, ist auch, ja, teilweise eben extrem brutal, diese, ja, slawische Märchen, so, ne, litauische und belorussische Märchen sind ja, haben natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, weil es eben einfach, aus demselben Kontinent wahrscheinlich stammt. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, wo hier eine Karte ist, Mensch. Wo ist denn die scheiß Karte, die ich hier gerade offen habe? Das ist doch falsche Weg. Nee, da soll ich lang. Aha. Okay, ich soll wieder zurückgehen. Na gut, dann ist der Weg zu. Aber es ist ja seltsam. Ach Gott, meine verfickte Fresse, ich erinnere mich. Schaut mal, wir müssen dorthin. Da, wo der rote Weg den Weg hier kreuzt. Weil da gibt es dann nämlich eine Stelle, wo man quasi den Hookshot benutzen kann. Und dann kann man einen Schatz finden. Oh, Freunde, das ist interessant, dass ich mich daran jetzt erinnere. Da muss man auch auf dieses Schild achten. Das dumme Schild, was hier jetzt natürlich nicht aufgetaucht ist. So, da ist jetzt dieses Schild hier nämlich gleich. Guck mal, das ist nämlich die Brücke oben. Jetzt muss ich hier irgendwo meinen Hookshot anwenden. Da oben ist das. Guck mal. Wie kann sie denn da hitten? Wo ist denn dieses blöde Schild nicht? Da muss man nämlich auf ein Schild achten, das denn hier erscheint. Oder muss ich hier lang? Ja, Leute, also ich habe alles versucht. Ich komme da irgendwie nicht oben hin. Ada weiß selber auch ganz genau, dass da eigentlich ein Schatz versteckt ist. Aber die blöde Kuh hat einfach keinen Bock, da den Enterhaken rauszuholen und sich da oben hochzuschießen. Also wenn ihr eigentlich den Schatz sehen wolltet und ihr neugierig wart, bedankt euch bei Ada. Sie ist schuld, dass die Scheiße hier nicht klappt. Weil eigentlich weiß sie das nämlich. Ihr kennt ja auch den Resident Evil Spieleberater. Und die weiß, dass da ein Schatz versteckt ist. Das ist total bescheuert, dass sie... dass es irgendwie nicht funktioniert hat, weil da taucht dann halt auch wieder so ein rotes Schild unten auf, wie hier, öffnen und dann würde das eigentlich kommen. Naja, aber es ist egal, dann halt nicht.
So, wenn wir hier nochmal zurück. Ja, genau. Bücher. Wir haben doch über Bücher geredet vorhin. Mensch, sag doch ein Buch. Also, beim Märchen, diese, habe ich mir dann auch mal andere Märchen geholt aus anderen Nationen. Zum Beispiel Indianermärchen, afrikanische Märchen, Indianermärchen. Sieht doch nach einem Job für. Die Granate aus, wollte ich gerade sagen. Ich habe kein grünes Kraut, glaube ich. Genau. Indianermärchen habe ich mir geholt. Indische Märchen, chinesische Märchen. Man kennt ja viele chinesische Märchen, die Reise von einem kleinen Affenkönig. Zum Beispiel. Durch bestimmte Mangas, Animes. Und weiß ich, was alles noch für ein Scheiß, was es da nicht noch alles gibt. Und deswegen, chinesische Märchen interessieren mich schon sehr. Und ansonsten habe ich mir auch noch andere Bücher geholt von Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit. Also besser gesagt, eine illustrierte kurze Geschichte der Zeit. Das ist, würde ich sagen, die wahrscheinlich empfehlenswertere Version. Leons Jacke hat er sich angezogen. Ein verrückter Typ ist das. Ja, und bei den Aborigine-Märchen habe ich schon ein bisschen reingelesen. Verrückter Typ. Und das ist ganz verrückt. Da geht es irgendwie um geheimnisvolle, seltsame, fremdartige Tiere, die dann irgendwo Wanderschaften machen oder irgendwas, was ich was für ein Fuck machen. Und sich dann irgendwo zur Pause, zur Ruhe legen für ein paar tausend Jahre oder was. Also ganz verrücktes Zeug. Mit irgendwelchen Rieseneidechsen, die da unterwegs sind oder so Riesenschlangen und so ein Scheiß. So, jetzt gucken wir uns wieder eine schlecht aufgelöste Sequenz an. Nee, doch nicht. Kommt gleich. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. Es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Das kennen wir doch von irgendwoher. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Oh nein! Ja, da guckst du, Leon, ne? Da guckst du. So, und das haben wir vorhin nicht gesehen. Als wir mit Leon gespielt haben. Und hoppla! Da sind wir wieder. Oh,
dieser kleinen Pause. Ferkel. Nach dieser kleinen Pause sind wir wieder zurück. Aber wo sind wir eigentlich gelandet? Ach so, verstehe. Naja. Ja, genau, Mann. Verdammte Scheiße, ey. Dreckspiel. Verdammtes Dreckspiel, ey. Selbst das scheiß Mikro ist durcheinander, deswegen regt sich darüber auf. Aber dafür haben wir wenigstens Schatz gefunden. Ist das nicht ein schöner Tausch? Wir haben einen schönen Scheißschatz. Und deswegen haben wir ein bisschen Energie verloren. Das ist doch ein guter Tausch. So, gucken wir weiter. Tschüss. Mit Sprengstoff spielt man nicht. Da kommt nur einer, macht dann sowas hier wie Ada jetzt. Dann geht das doch nur schief. Eigentlich der Weg, wo Leon lang geht. Den gehe ich mal da lang. Wo denn eigentlich der Endboss, der Bürgermeister von einem Dorf sitzt. Und auch hier ist ein Kopf drauf. Lass gut sein. So. Die Tür soll eigentlich verschlossen sein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Kann sie auch nicht mit dem Enderhaken rüber? Gut, scheint wohl alles normal zu sein, wie das gerade ist. Okay, gucken wir, wo es als nächstes angeht. Ohne gleich den Teufel an die Wand malen zu wollen, denke ich mir, dass es doch langsam anfängt, ernst zu werden. Und was hast du denn Schönes für uns? Welcome. Hast du was Tolles für uns? Was Nettes? What a selection. What are you selling? Okay, jetzt können wir verkaufen. Wir haben wir eh nicht. So, den Rubin verkaufen wir. Thank you. Das Katzenauge. Stimmt. Das ist dieser Schatz, den wir nicht erreichen konnten, weil Ada keinen Bock hatte. Scheiß Enterhaken daraus so. Thank you. Und deswegen hat es nicht geklappt. Ist ja. Komm ich aber beim nächsten Mal. So. Genau. Gehen wir wieder runter. Wir sind einen Weg lang. Jetzt haben wir da den Schlüssel für gefunden.
Okay. Was haben wir denn Schönes hier? Ist hier was Schönes? Ich hoffe doch, dass hier was Schönes ist. Genau, da drüben habe ich doch gesehen, da ist doch ein Schatz, ne? Ja, Freunde! Ich sag's euch doch! Meine Fresse, ich sag's euch, da ist doch ein scheiß Schatz. Habe ich mich also nicht getäuscht. So. Oh, okay. Okay. Das habt ihr euch ausgedacht für mich, ja? Ich hätte mehr von euch erwartet. So. Ich dachte, hier wäre was Schlimmes oder so. Aber es geht ja hier gerade noch klar eigentlich. Aber nachher beschwere ich mich wieder. Nachher wird das wieder zu schwer und dann denke ich mir wieder, Kai, was für verdammter Idiot du eigentlich bist. Naja, ich sollte nur nicht so großkotzig sein. Ich sollte ein bisschen, ja, mehr über Bücher reden. Wir haben ja vorhin eigentlich ein bisschen angefangen zum Thema Bücher reden. Genau, ich wollte eigentlich noch über weitere Bücher erzählen, die ich noch nicht gelesen habe. Und Herr der Fliegen hatten wir, Animal Farm hatten wir, was hatten wir denn noch alles? Stehen da hinten alle die Bücher. Stephen King's Langoliers ist auch ein sehr, sehr cooles Buch, ehrlich gesagt. Ist auch eine Verfilmung von, ich glaube von 1995. Und ja, wer auf Zeitreise-Ecke steht, muss Langoliers von Stephen King gelesen haben. Erstaunlicherweise kennen das nicht so viele Leute, die Langoliers von Stephen King. Ja. Aber da gibt es leider eine ganze Menge zu entdecken. Diesen Schwachsinn haben die sich für mich ausgedacht. Mann, was für ein Scheißspiel, ey. So, ja, da kommt der nächste Idiot. Wie eine Massenabfertigung. Ach ja, ich sag ja, wer sich mit Ada anlegt, ist kein unbekloppter Vogel an diesem Tag. Ein normaler Mensch würde sich nicht mit Ada anlegen. Okay, zurück. Dorthin, wo es am meisten wehtut. Oh, darauf erstmal einen Schluck Kaffee habe ich gedacht. Und genussvoll an der Tasse herumgesüffelt. Also, ich könnte euch das ja nicht vorstellen. Ich kriege zu viel Kaffee. Kaffee ist quasi wie eine, ja, wie Liebe. Kaffee ist für mich praktisch wie Liebe. Der liebe Gott hat sich damals gedacht,
wenn ich schon die Welt erschaffe, dann mache ich auch noch was Cooles mit dazu. Und so ist dann der Kaffee geboren worden. So stelle ich mir das vor. Langsam hinter uns haben. Müssen wir mal gucken, ob wir langsam danach. So, steht denn noch was Geiles für uns? Ja, 800 Pesetas, ist das nicht toll? Denke ich mal. Der will mir schon wieder nicht irgendwas Geiles Neues verkaufen, dieser Blödmann. So. Katzenaugen, da sind Maskengedöns hier alles. What are you buying? Ist denn was Schönes? TMP, Zitrenrohr. Oder nee, komm. Scheiße. Mann, hau ab, ich will die Scheiße nicht kaufen. Ja, abbrechen. Come back. Mann, das ist mir nicht. Zweimal Heilung haben wir. Ich sollte dieses Präzisionsgewehr. What are you going? So macht der Profi das und nicht anders. Da braucht ihr mir gar nichts zu erzählen. So. Dankeschön. So, danke, tschüss. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal an, was wir hier Schönes haben. Wir haben noch überschwimmt. Da kann Ada doch auch raus. Ihr fragt euch jetzt, wie eigentlich? Ja, mit Coolness. Das gelbe Katzenauge haben wir gefunden. Das ist nicht schön? Zitrone, Kirsche und Apfel. So, hier gibt es nämlich noch mehr Sachen für Ada. Was immer eine große Freude ist, weil Fässer sind der beste Freund des Videospiel-Fans quasi. Kennt das ja, wenn man die Fässer runterwirft und damit versucht, seine Gegner abzuschütteln. Das macht Spaß. Das macht einfach Spaß, sag ich euch. Sieht aber jetzt so aus, als ob diese Elf-Gigante da auf uns warten würde. Oder täusche ich mich da etwa? Wenn mich nicht alles täuscht, taucht er da jetzt gleich auf. Die Kacke zum Dampfen, wenn er da ist. Ich sag's doch, Leute! Ich sag's doch! Aber nicht mit mir. Fucking doch mal nicht mit mir. Einmal so und dann einmal so. Danke, das ist wieder der scheiß falsche Knopf war. So ist es immer am allerbesten. So, okay, gut. Ausweichen! Richtig! Hast du toll gemacht, Ada. Hast du ganz toll gemacht. Danke dir. Vielen Dank. Dafür gibt es ein bisschen Geld. Und ein kleines Lob.
vom Videospiel Gott, der jetzt denkt, Mensch Kai, toll gemacht. Und das Ganze sogar noch live vor Kamera. Okay, aber ich glaube, der Spaß geht jetzt weiter. Den Schatz, der hier hinten versteckt ist, den werden wir nicht mehr kriegen, weil Ada vorhin ja keinen Bock hatte. Wir haben es ja selber gesehen vorhin. Ich habe es rumprobiert, ich bin da lang gegangen und sie hatte keinen Bock, diesen scheiß Schatz einzusammeln. Ist halt dumm. Das haben wir vorhin auch nicht gesehen. Louis. Hey, Señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Das machen wir. Der alte Mann und seine religiösen Freunde. Die besiegen wir. Das machen wir, Leute. Wirklich. Ich verspreche es euch. Wirklich. Ich verspreche es euch. Ich werde da gar nicht zu viel verraten. Immer noch keine verlorenen Leben. Daran, weil wir cool sind. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. Also er ist ganz normal. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Hm. Too bad Sarah's snooping. Daten machen wir es aus. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Ja, es ist doch jetzt Winter, dann läuft es sowieso glatt. Ist doch meistens so. Ja, Freunde, ey, hat's euch gefallen? Ist cool. Mir hat's gefallen. Ich glaube, jeder würde sagen, dass es ihm das gefallen hat, weil ihr einfach so ein wunderbares YouTube-Publikum seid. Und deswegen würde da auch jeder sagen, dass ihm das gefallen hat. Jetzt am Ende von Separate Ways Part 2. Nächstes Mal schauen wir uns den dritten Teil, oder wollen wir uns den vierten erst angucken und danach erst den dritten? Wollen wir das so machen? Nee. Okay, speichern. Ich höre schon auf. Ich höre ja schon auf. Ihr habt ja recht. Also, schönen Abend. Ciao. Ich bin Hoffmann und hier ist Hendrik. Ich denke, es wird noch eine Runde geben.